In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du ganz easy und ganz einfach deinen Bart glättest und einen krausen Bart wie diesen hier in einen schön geglätteten Bart wie diesen hier verwandelst. Alles, was du zum Bartglätten brauchst, ist Folgendes. Ein passendes Bartöl, eine Rundbürste für den Bart, einen feinen Carbonkamm und einen Föhn. Alle Produkte verlinke ich dir selbstverständlich unten wie immer in der Infobox. Kommen wir noch kurz zu der Frage, warum glättet man sich eigentlich seinen Bart? Meistens aus ästhetischen Gründen. Denn wenn der Bart mit der Zeit einfach ein bisschen länger wird, wird er oftmals auch einfach ein bisschen krauser. Und die meisten Männer wollen einfach einen schönen, glatten, geordneten Bart haben, weil das meistens auch ein Stück weit gepflegter aussieht. Ich persönlich habe an der einen Stelle auch noch so einen blöden Wirbel, da lockt und kraust sich der Bart nochmal extremst. Wenn ich morgens aufstehe, dann sieht das Ganze einfach ein bisschen ungepflegt aus. Und aus dem Grund mache ich jeden Morgen Folgendes. Im ersten Schritt wird der Bart gewaschen und da ich sowieso jeden Morgen in die Dusche steige und mich dusche, wird der Bart natürlich beim Duschen direkt mitgewaschen. Das Schöne daran ist, dass der Bart dann richtig schön geschmeidig ist, die Barthaare sind geschmeidig und weich und auch die Haut ist einfach ein Stück weit weicher. Wenn ich dann aus der Dusche rauskomme, ist der Bart natürlich klitschnass und dann tupfe ich den Bart erstmal ganz vorsichtig ab, sodass er auch am Ende des Tages noch ein bisschen feucht ist, bevor ich weitermache. Falls du morgens nicht duscht, empfehle ich dir auf jeden Fall, dein Bart definitiv vorher dann dementsprechend zu waschen. Im zweiten Schritt geht es weiter mit einem Bartöl. Und ihr braucht an dieser Stelle auch auf jeden Fall ein Bartöl, denn sobald ihr mit Hitze hantiert, braucht ihr halt einen Hitzeschutz und dazu eignet sich ein Bartöl perfekt. Denn Bartöl legt einfach so eine schützende Schicht um eure Barthaare. Falls ihr noch auf der Suche seid nach einem schützenden und gleichzeitig auch pflegenden Bartöl, dann schaut auf jeden Fall unten in die Infobox rein, denn unser Bartöl ist ab jetzt erhältlich. Unser Bartöl besteht ausschließlich aus natürlichen Ölen, wie zum Beispiel Traubenkernöl, Macadamiaöl und Arganöl. Das Macadamiaöl pflegt zum Beispiel die Haut und verhindert Spannungsgefühle. Das Traubenkernöl wirkt belebend und das Arganöl glättet deine Barthaare und macht sie geschmeidig und versorgt die Barthaare als auch die darunterliegende Haut ordentlich mit Feuchtigkeit. Und dank der ultraleichten Formulierung ist dieses Bartöl nicht nur was für Vollbartfreunde, sondern auch für diejenigen, die einen 3-Tage-Bart oder längeren 3-Tage-Bart haben, denn die ultraleichte Formulierung zieht super schnell ein. Und Leute, das Bartöl riecht einfach nur göttlich. Auf jeden Fall massiert ihr euren Bart im zweiten Schritt ordentlich mit einem schützenden und gleichzeitig pflegenden Bartöl ein und wirklich von unten nach oben massieren und das Bartöl wirklich in euren kompletten Bart verteilen, damit wirklich auch die Barthaare schön geschmeidig und weich werden und eure Barthaare dementsprechend auch passend geschützt sind. Denn im dritten Schritt geht es jetzt weiter mit Hitze und zwar mit dem Bartföhn bzw. Bartglätten. Und dazu nehmen wir uns einen Föhn zur Hand und stellen den Föhn auf die mittlere Stufe, was die Hitze betrifft, als auch was die Stärke betrifft. Zusätzlich zum Föhn nehmen wir eine Rundbürste für den Bart mit dazu. Die gibt es übrigens in zwei verschiedenen Größen. Einmal in der Größe S für Shortbeards bzw. kurze Bärte und einmal in der Größe L für Longbeards bzw. lange Bärte. Ich nehme jetzt die Version S für Shortbeards bzw. kurze Bärte, denn mein Bart ist aktuell noch relativ kurz und die passt perfekt für meine aktuelle Bartlänge. Mit passenden Drehbewegungen bürstet ihr euren Bart jetzt in die entsprechende Richtung und haltet aus kurzer Distanz den Föhn jetzt auf die Barthaare, sodass eure Barthaare dementsprechend schön glatt geföhnt werden. Mit der Rundbürste könnt ihr nämlich die Barthaare ideal packen und auch sogar ein Stück weit langziehen und somit glättet ihr eure Barthaare halt perfekt, einmal durch das Langziehen der Barthaare mit der Rundbürste und dementsprechend durch das Föhnen. Und das macht ihr logischerweise dann auf beiden Seiten, bis ihr den gewünschten Glättungsgrad, sage ich jetzt mal, erreicht habt. Der vierte und letzte Schritt ist jetzt eigentlich gar nicht mehr zwingend erforderlich, aber wer seinen Bart wirklich on fleek haben möchte, der macht das Ganze jetzt nochmal weiter mit einem feinen Carbonkamm. Der Carbonkamm hat zwei Seiten und ich nehme die feinere von den beiden Seiten und mache genau das, was ich eben mit der Rundbürste gemacht habe, auch nochmal mit dem feinen Carbonkamm. Mit Drehbewegung von unten ziehe ich die Barthaare jetzt auch einfach nochmal ein bisschen lang, halte den Föhn drauf und glätte einfach nochmal eine Runde weiter. Anschließend kämme ich den Bart dann auch nochmal an beiden Seiten schön runter, damit auch dementsprechend keine Barthaare mehr nach außen abstehen. Kämme den Bart einfach nochmal schön an beiden Seiten runter, halte den Föhn drauf und dann ist auch gut gewesen. Und wenn man jetzt anschließend sich einfach mal den Vorher-Nachher-Vergleich anschaut, da sieht man, was ein wenig Bartpflege und ein wenig Bartföhnen und Bartglätten am Morgen schon ausrichten kann. Denn das sieht am Ende des Tages schon wesentlich gepflegter und ordentlich aus als vorher, oder? Wenn du da draußen jetzt jemanden kennst, dessen Bart auch mal ein bisschen Pflege und auch ein bisschen Glättung benötigt, dann teile auf jeden Fall liebend gern dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Bartglätten.